Shockdown, Lockdown, Fuckdown, Rockdown, Hypnotic Rock'n'Roll, Seele aus Glas, gläserner Mensch, teste deine Regeln an dir selbst. Wir haben immer und zu jeder Zeit einen Flirt mit der Vergänglichkeit. Lies den Algo Cyberspace. Shockdown, Lockdown, Fuckdown, Rockdown. Luxi, Blow, Fluxi, Hypnotic Rock'n'Roll. Ja, Atteste. Hätte die Polizei gerne im Original. Kopien werden nicht akzeptiert. Also einfach, dass ihr jetzt schon mal jetzt damit anfangt, außer ihr habt ein gültiges Attest. Das wird von der Polizei auch kontrolliert. Ja, das haben wir auch vorher im Vorgespräch gesprochen. Also wir können hier so grundsätzlich mal machen, was man halt auf einer Demo machen kann. Aber natürlich wird die Maskengeschichte, wie wir das aus Berlin schon kennen, also komplett kontrolliert. Hallo. Tag, hallo, das ist die von letzter Woche und... Danke dir. Mal, ich begrüße euch hier, freue mich, dass ihr da seid. Ich würde mich heute sehr freuen, wenn viele von euch, die einfach zu dem Thema Presse was sagen können, also Pressefreiheit, Zensur, was sie vielleicht selber beobachtet haben, einfach ein bisschen was uns... Ja, zur Verfügung stellen würden aus eurem Input, ja, und ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass wir wirklich mal das Thema auch immer spezifisch wählen. Hier liegen noch ein paar demokratische Widerstände, die könnt ihr euch nachher auch abholen oder könnt ihr auch jetzt schon machen, bitte einzeln, dass es hier keine Menschentrauben gibt, das ist auch ganz wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, ich bereite noch ein paar Sachen vor und dann kann der Anselm gleich anfangen. Also, dann begrüßen wir alle Anselm Lenz. Ich glaube, ich muss ihn nicht vorstellen. Nach meinem Wissen der Erste, der Ende März mit einigen anderen in Deutschland gegen diesen Corona-Wahnsinn auf die Straße gegangen ist. Und Anselm, du bist jemand, den ich immer wieder unheimlich gerne sehe. Und ich finde auch die Art und Weise, wie du mit alledem umgehst. Ja, ich habe es dir schon oft gesagt, ich finde das wirklich richtig klasse. Ja, an sich früher als eingefleischter Linker, der du immer noch bist. Ja, also als echter Linker wahrscheinlich. Aber wirklich mit allen Menschen wirklich auf Augenhöhe zu diskutieren. Ja, diese ganze Spaltung, die immer in der Gesellschaft seit Jahrzehnten vorbereitet wird, einfach nicht mehr zu akzeptieren. Das ist was, das finde ich persönlich unheimlich toll und deswegen bin ich stolz, dass du heute ein paar Sachen hier sagen möchtest. Danke dir. Ja, ganz herzlichen Dank, Markus Heinz. Die Lobeshymne gebe ich direkt zurück an Markus Heinz. Das ist wirklich toll zu wissen, dass es Juristinnen und Juristen gibt. Es sind ja viele an der Zahl, die ihren Beruf nicht nur technisch und im karrieristischen Sinne ernst nehmen, sondern tatsächlich dem Gesetz und in unserem Fall unserer Verfassung, dem Grundgesetz, eine ernsthafte, sinnmäßige Bedeutung beimessen, nämlich die Möglichkeit des Ausgleichs der Interessen durch das Recht, wie Schiller sagte, tatsächlich ernst zu nehmen, als eine wirklich großartige Errungenschaft sämtlicher demokratisch gesinnter Menschen, im Grunde der Menschheitsgeschichte bis hierhin. Das ist die Errungenschaft, die wir haben und dahinter geht es nicht zurück. Und dann ist es auch ganz egal, ob ich mich links, Mitte, oben, unten oder sonst wie nenne. Das ist das, was wir haben und von da aus geht es nur noch vorwärts ins Bessere, aber niemals dahinter zurück. Das ist übrigens was, was das Grundgesetz auch absolut klar macht. Und dem Text nach ist dieses Grundgesetz wirklich wertvoll und hat alle Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Übrigens aus allen Jahrhunderten, nicht nur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, echter Linker möchte ich insofern bleiben, als dass ich am sozialen Ausgleich interessiert bin und die Leute
weder mich noch irgendwen anders auf der Welt einfach seinem Schicksal überlassen sehen will oder womöglich noch in den Schmutz getreten, gedemütigt, entmündigt oder total ausgebeutet oder ein ähnliches. Allerdings ist die Freiheit etwas, die dafür nicht zu opfern wäre und vor allem schon gar nicht gegenüber einem, ja, im Grunde instrumentalisierten Gesundheitsschutz. Denn wie absurd das alles ist, wurde ja bereits vorgeführt, auch in unserem Fall schon am 28. März 2020 auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, als die Polizei und der liebe Senat hier in unserer Stadt Berlin, der Hauptstadt aller Menschen, aller Staatsbürgerinnen der Bundesrepublik und im Grunde auch aller Menschen, die sich hier aufhalten, auf uns losgelassen wurde, keine Masken mitbrachte oder sonst wie an unserer Gesundheit interessiert war, sondern einzig und allein, um mit Maßnahmen des Terrors gegen uns vorzugehen, die freie Presse von vornherein mal zu unterdrücken, das freie Wort zu unterdrücken und die oppositionelle Meinung zu diesem Medizinfiasko, das wir gerade in vielen Ländern auf der Erde erleben. Übrigens ja gar nicht in allen. Die Argentinier haben sich gewehrt und haben schon im November den Corona-Lockdown, also die Ausgangssperre, die Kontaktsperre etc. beendet. Und es geht ihnen seither nicht schlechter, sondern besser. Das geht also. Nun ist der Merkel-Staat, und so muss man es ja leider gerade beschreiben, in diesem verfassungswidrigen Ausnahmezustand, in dem wir leben müssen, ungefragt. Nun ist der Merkel-Staat leider kein Mitläufer, wie die argentinische Administration zunächst war, sondern eine der treibenden Kräfte für dieses ganze Ding, das uns hier aufgenötigt wird und noch Millionen und im Grunde ja Milliarden anderen Menschen auf der Erde. Das heißt, wir haben der Hauptgegner im eigenen Land. Und da kann man aber allen, die da dann wiederum Mitläufer sind, nur sagen, also haltet euch wenigstens zurück. Das eine ist Mitläufer sein und stumpf den Befehlen folgen. Das andere ist, was danach passieren wird, wenn dieses Fiasko mal zu Ende ist. Niemand kann sich sicher sein vor strafrechtlicher Verfolgung. Wir hatten, und das sage ich nicht aus einem autoritären Impetus oder so, ja, da werden dann ganz viele Leute bestraft. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht darum, auch im persönlichen Kontakt bei der eigenen Berufsausübung, zum Beispiel als Polizist, einfach das Maß zu wahren und dann zu sagen, nein, was, das ich jetzt nicht mache, hier demonstriere ich. Oder wenn ich das nicht kann, dann melde ich mich eben krank. Oder dann fasse ich jetzt hier eben mal ein bisschen weniger hart an. Oder gab es nicht gerade auch noch was anderes zu tun? Und wo ist ja eigentlich der Hinterausgang? Niemand muss sich zum Helden machen für Demokratie und Grundgesetz. Manche Leute sind da einfach mental auch nicht stark genug. Das kann man von niemandem erwarten. Oder haben finanzielle Notwendigkeiten oder Druck zu Hause, was auch immer. Das mag es alles geben. Das ist alles auch in Rechnung zu stellen. Im positiven Sinne, aber niemand kann davon ausgehen, in einem Monat, in einem Jahr, in 2 Jahren, in 10 Jahren hier von der Strafe sicher zu sein. Wir führen von Anfang an ein Archiv darüber, was die Polizistinnen und Polizisten, was die Politiker, was die Amtsärztinnen, was die Ausführenden hier mit uns machen. Das Archiv wächst, wir wissen Bescheid und wenn sich die ganze Sache beruhigt hat, dann werden wir immer noch Bescheid wissen. Und die Hoffnung, dass wir verschwinden, ist einfach keine berechtigte Hoffnung. Wir sind eine zweistellige Millionenanzahl von Menschen in der Bundesrepublik unterschiedlicher Couleur. Allen ist es wichtig, dass die Errungenschaften des Grundgesetzes verteidigt werden. Vielen ist auch wichtig, dass diese weiterentwickelt werden, damit solche Ausnahmezustände nicht mehr vorkommen. Es ist absolut unmöglich zu glauben, dass wir irgendwie abgeschafft werden könnten, weggedrängt, exkludiert auf lange Zeit. Das ist geschichtlich noch nie erfolgreich gewesen, solche Ideen. Das führt nur immer weiter in die Diktatur, das führt nur immer weiter darin, dass die Gesellschaft gespalten wird und nicht wenige fragen sich ja von Anfang an, ob bürgerkriegsähnliche Zustände bei diesem ganzen Plan der Meetings
nicht irgendwie schon einberechnet sind, ob man das nicht haben möchte. Und da können wir nur sagen, nein, wir wollen nicht in den Bürgerkrieg. Wir sind von vornherein darauf orientiert, genau das zu vermeiden. Und deswegen sprechen wir auch mit Leuten, die uns zuvor vielleicht gar nicht so sympathisch gewesen wären. Es geht schlichtweg gerade gar nicht darum, welche Farbe man besonders toll findet oder ob man nun mehr sozial möchte oder mehr Freiheit und Recht des Stärkeren. Auf jeden Fall sind wir alle unter Leuten, die genau über solche Sachen auch reden können. Also von linksliberal nach rechtsliberal im Grunde. Alles in allem muss man das so festhalten. Dann gibt es natürlich immer noch Ideen, wie toll das alles sonst noch sein könnte. Die einen glauben, wie die Kinder irgendwie an den guten König oder irgendwie so etwas. Also das sind Randerscheinungen, die hier keine wesentliche Rolle spielen. Im Grunde sollten die gar nicht mehr groß erwähnt werden. Es geht darum, das Erreichte zu sichern. Und von da aus sind im Grunde auch alle in der Demokratiebewegung bereit, in eine fortschrittliche Zukunft zu denken. So habe ich das erlebt. Ich habe Abertausende von Menschen jetzt getroffen und bin stolz, mit so fähigen Leuten unterwegs zu sein. Im Grunde applaudiert ihr für euch selber und zwar vollkommen zu Recht. Es können auch mal andere Menschen gleich reden. Ich bin Journalist in Berlin, ich möchte das auch bleiben. Ich wurde von der Tageszeitung Taz entlassen, weil ich schlichtweg nur angeboten hatte, mal die Meinung der Regierungsoberbehörde RKI, der damals im März schon Hunderten von Medizinerinnen und Medizinern, Fachärztinnen, darunter auch frühzeitig Professor John Ioannidis, einander gegenüberzustellen. Auf einer geteilten Hintergrundseite 3, das sagt RKI, das sagen andere Fachmenschen. Das gereichte dann im Zustand dieses Lockdown-Regimes mit Homeoffice, in dem alles gleichgeschaltet wurde, schon dazu, ein Exempel an mir zu statuieren. Ich kann im Nachhinein aus professioneller Sicht nur sagen, ja, herzlichen Dank. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen, darunter Sophia Maria Antonoulas, habe ich die Freude und auch die viele Arbeit, heute die zweitauflagenstärkste Wochenzeitung in der Bundesrepublik zu betreiben und damit die zweitauflagenstärkste Wochenzeitung im deutschsprachigen Raum. Das betrifft ungefähr 120 Millionen Menschen. Das hätte ich mir so nicht träumen lassen und insofern habe ich professionell durchaus gerade den größten Erfolg meines Lebens. Das ist natürlich aber auch den Umständen geschuldet. Ich halte mich nicht irgendwie für besonders genial oder dazu berufen oder ähnliches. Es liegt einfach an den Umständen und daran, dass ich hier wirklich von Anfang an auch wirklich mit ganz großartigen Kolleginnen zusammenarbeiten darf. Auch Kolleginnen, die durchaus es weitergebracht hatten als ich schon, zum Beispiel Sophia Maria Antonoulas, die für große Leitmedien in Österreich, zwei große Tageszeitungen, einen großen Fernsehsender, glaube ich, arbeitete, aber in dieser Situation gesagt hat, nee, also so wichtig ist mir die Karriere nicht, ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich aufzuschreiben habe, wie ich Dinge zu sehen habe, ich lasse mich hier nicht verjagen mit meiner Meinung und im Grunde auch meinem Wissen dazu, was die Aufgabe von Presse ist. Muss man also gegenwärtig feststellen, es gibt im Grunde Propagandamedien und es gibt tatsächlich echten Journalismus und auf beiden Seiten gibt es bessere und schlechtere. Es gibt bessere Propagandisten, die verpacken die Lüge besonders gut. Es gibt schlechtere, da wird es dann besonders peinlich. Der Kollege Uli Gellermann arbeitet das in puncto Tagesschau jede Woche auf, die Macht um 8. Und so ist es auch auf unserer Seite. Der Applaus ist gerechtfertigt. Ja. Und so ist es auch auf unserer Seite. Wir bemühen uns alle auf unsere Art, hier nochmal einen anderen Blick vorzutragen. Und das ist ja nun gerade auch nicht irgendein Versponnener, sondern das ist, was das Medizinische angeht, die Sicht von Tausenden und Abertausenden absoluten Fachleuten der Epidemiologie, der Virologie und auch der Wald- und Wiesenallgemeinmedizin, die eine ganz andere Meinung vertreten, von Anfang an, und sich diese auch nicht abgewöhnen lassen, durch terroristische Übergriffe in ihren Praxen, durch Angriffe von der gleichgeschalteten Ärztekammer oder ähnliches. Diese Wahrheit wird historisch, wissenschaftlich und journalistisch nicht zu verdrängen sein. Des Weiteren gibt es natürlich von Anfang an eine andere juristische Sichtweise und auch einfach die Meinung, die jedem einzelnen Menschen zusteht, nämlich sich auf sein Gesetz zu berufen und zu sagen, hier, das steht aber in meiner Verfassung, das lasse ich mir hier nicht abgewöhnen. Schon gar nicht von meiner Regierung, die offenbar gerade dabei ist, die Grundfesten der Gesellschaft abzufackeln.
das ist tatsächlich wirklich neu, dass eine Regierung im Grunde eine absolut extremistische Querfrontposition einnimmt und radikaler agiert als alle Rechtsextremisten und radikaler agiert als alle Linksextremisten zusammengenommen und dabei auf die gesamte Bevölkerung losgeht. Die Leute einsperrt, gängelt, entmündigt und jetzt zuletzt auch noch die Pressefreiheit offensiv angreift. Was uns nämlich geschehen ist, ist ja nicht nur diese Kündigung, das ist schon schlimm genug übrigens, Berufsverbote gab es ja auch schon mal in der Bundesrepublik zuvor, jetzt in einem Maßstab, der noch weitaus schlimmer ist. Aber das wäre sozusagen noch persönlich aufzufangen. Das andere ist ja, dass tatsächlich schon frühzeitig Angriffe auf die Pressefreiheit geschehen sind. Wir haben, als wir mit unserer im Grunde Bürgerrechtsbewegung fürs Grundgesetz auf dem Rosa-Luxemburg-Platz nicht richtig durchgelassen wurden, drangsaliert wurden, von vornherein angegriffen wurden, muss man im Grunde sagen, von unserer eigenen Polizei, die dazu instrumentalisiert wurde, von diesem grauenhaften Senat, dann entschlossen, na gut, wenn wir nie sprechen dürfen, wenn hier verhindert werden soll, dass wir unsere Flugblätter verteilen, dann machen wir eine reguläre Zeitung. Wir wissen ja, wie das geht, als professionelle Journalisten, als Leute, die Bücher herausgeben, als Verleger und so weiter. Und so haben wir dann am 17. April erstmals unsere Wochenzeitung Demokratischer Widerstand herausgegeben. Wir dachten zunächst, wir machen 10.000 vielen Dank. Wir dachten zunächst, wir machen vielleicht 10.000 Exemplare und verteilen die dann eigenhändig in Berlin, soweit wir kommen. Dann war aber die Unterstützung von vornherein so groß und das Interesse so groß, dass es diese Zeitung geben solle, dass wir schon mit der ersten Auflage 100.000 Exemplare in die ganze Republik verteilen konnten. Und so geht es seither. Also unsere Heldinnen und Helden in jede Woche neu sind die Leute, die durch ihre Kleinstädte, durch ihre Gemeinden gehen, durch ihre Dörfer, durch ihre Landkreise, durch ihre Stadtviertel, durch ihre Betriebe und diese Zeitung in Eigenarbeit in der ganzen Republik verteilen. So ist es uns gelungen, in 32 Ausgaben im Jahr 2020 über 10 Millionen Exemplare in der Bundesrepublik zu verteilen. Das hat nicht nur den Grund, dass wir damit ja auch Woche für Woche neu die Leute informieren können und auch Menschen erreichen, die ansonsten der absolut fanatischen Konzern- und Staatspropaganda ausschließlich ausgesetzt werden, wie sie im Fernsehen unisono stattfindet, sondern dass wir auch auch historisch jeder Chronistenpflicht nachkommen, denn jedes Exemplar wird nicht wegzubekommen sein. Im Internet gibt es leider schon Löschaktionen. Das Fernsehen ist hermetisch abgeriegelt, kann eigentlich nur unter Polizeischutz so propagandistisch gemacht werden, wie es gemacht wird. Aber dieses einzelne gedruckte Wort, verteilt überall im ganzen Land, wird nicht wegzubekommen sein. Damit können wir nämlich auch nachweisen, dass von vornherein die Regierung Bescheid wusste oder Bescheid wissen konnte, auch jeder einzelne Abgeordnete hier im Bundestag, dass es ja eine ganz andere medizinische Ansicht zu diesem Thema gibt, eine ganz andere rechtswissenschaftliche Expertise zu diesem Thema und dass Millionen von Menschen von vornherein seit Anfang April hier dagegen aufstehen und sich jeden Samstag, damals 14 Uhr, auf ihren Marktplätzen, auf ihren zentralen Plätzen trafen. Und das läuft übrigens auch weiterhin. Ja, das ist ja nicht so, dass wir alle weg wären, jetzt gerade Winter, und die haben tatsächlich gewagt, auch noch den zweiten Lockdown über uns hereinbrechen zu machen. Wir sind alle immer noch da. Wir werden im Frühjahr noch da sein, im kommenden Sommer, im kommenden Herbst. Ja. Noch gerade jetzt komme ich von einem Treffen mit befreundeten Demokratinnen und Demokraten. Es wird natürlich bis zur Bundestagswahl auch viele weitere Demonstrationen geben im ganzen Land. Aber eine wesentliche, die wir angehen wollen, ist dann auch eine Woche vor der Bundestagswahl am 26. September hier in Berlin. Und zwar am Samstag, den 18. September, ab frühmorgens, wieder hier am Brandenburger Tor und vor dem Bundestag. Dazu rufen wir jetzt auch erstmals auf. Dazu wird es in den kommenden Tagen und Wochen dann eine weitere Erklärung geben. Ja, zur Zeitung kann ich noch sagen, dass zwei Punkte wollte ich gerne noch schnell sagen. Und zwar passierte das Abstruse, als wir dann am 17. April anfingen, die Zeitung zu verteilen, dass einstweilige oder irgendwie so ein Schrieb von
der Behörde von Barbara Slowik dann da gebracht werden sollte und überbracht wurde allen Redakteuren und Redakteuren unserer Zeitung, dass unsere Zeitung und die Menschen, die darin arbeiteten, virologisch kontaminiertes Material seien. Darüber erheiterten sich dann tatsächlich auch ranghohe Polizeimenschen, die sagten, ja, und das geben wir Ihnen jetzt auf Papier. Ja? Also das virologisch kontaminierte Material gibt es immer noch. Bisher hat der Staat nicht gewagt, komplett direkt gegen uns vorzugehen und etwa unsere Redaktionsräume anzugreifen oder unsere Druckereien. Aber allerlei indirekte Drangsalierungen sind seither geschehen. Zum Beispiel auffälligerweise haben 4 Banken uns einfach die Konten gekündigt. Eben aus regierungspolitischen Gründen oder aus Vorschützen, es würden irgendwelche Verfahren laufen. Aber wir haben nie davon erfahren, welche Verfahren das eigentlich genau sein sollten, weswegen man uns dann nun ausgerechnet Konten kündigt. Stellen Sie sich mal vor, der Tageszeitung Die Welt, wenn es die noch gibt, das war ja immer das defizitäre Flaggschiff des Springer Verlages, der Tageszeitung Die Welt oder der Welt am Sonntag, der Wochenzeitung, würde man jetzt einfach Konten kündigen und dann nicht sagen, worum es eigentlich geht. Also das gleiches Recht für alle müsste da ja gelten. Es ist also ganz klar, dass bei dieser großen Anzahl an Banken es nicht darum geht, dass irgendwer 5% Schufa-Einbuße irgendwann mal hatte oder irgendwie sowas, sondern dass es, da geht es nur darum, hier eine oppositionelle Zeitung zu schädigen. Übrigens schädigen, denn tatsächlich bedeutet das für uns immer einen Einbruch, wenn so ein Konto einfach dicht gemacht wird. Das ist einfach viel Arbeit, die da reingesteckt werden muss. Die Unterstützer müssen sich dann neu orientieren und so weiter. Aber wir haben die Erfahrung jetzt gemacht und die Gegenseite auch, dass das nicht gelingen wird, uns mit solchen wirklich idiotischen Versuchen irgendwie in die Enge zu treiben oder gar abzuschaffen. Es klappt einfach nicht. Und wir haben auch noch einen Plan C übrigens, wenn tatsächlich der Staat irgendwann wirklich versuchen sollte, unsere oppositionelle Zeitung komplett irgendwie wegzukriegen, dann haben wir schon einen geheimen Plan C, wie wir aus dem Ausland, aus dem Exil, dann diese Zeitung nach Deutschland bringen werden. Ich meine, wir hoffen alle, dass sowas nicht vorkommen muss. Ja, es ist jetzt nichts, wir wollen da uns jetzt nicht zu Helden der freien Presse machen. Ich bin aber auf jeden Fall Markus Heinz sehr dankbar, dem Rechtsanwalt und vielleicht möglichen Kanzlerkandidaten welcher Partei auch immer, dass er hier eine Kundgebung für die Pressefreiheit angemeldet hat, spontan von gestern auf heute. Und auch da gilt, wie schon am 28. März, das gilt im Grunde für alle Kollegen mit, ja, als dann ein paar verrannte Leute aus zerrütteten Akademikerfamilien, wobei Papa dann doch immer die Altbauwohnung zahlt, dann ja so eine Gegenkundgebung angemeldet hatten gegen unsere Demonstration fürs Grundgesetz. Da haben wir dann auch überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Zum Teil kennen wir die Leute, aber im Grunde müsste man sagen, ja, auch für euch mit. Ihr wollt euch versammeln? Genau, das ist euer Recht. Versammelt euch, macht eure Gegendemonstration. Wir stehen hier auch von Anfang an für euer Recht mit. Genauso ist es bei der Pressefreiheit. Ich bin sauer auf die Taz, aber im Grunde ist es mir auch jetzt persönlich ein bisschen gleichgültig, was mit diesem Betrieb passiert. Er hat sich wirklich sehr schlecht verhalten. Aber ich möchte nicht, dass diese Zeitung ganz verschwindet. Ich möchte vor allen Dingen, dass faire, zumindest bemühtermaßen gute Zeitungen in deutscher Sprache auch noch in Jahrzehnten und auch noch in 100 Jahren vorkommen. Ich halte eine gedruckte Zeitung einfach für ein Kulturgut, das es auch weiterhin geben sollte und das auch große Vorteile hat gegenüber dem Internet. Einige nannte ich. Das heißt, auch für die stehen wir hier mit, die hierüber natürlich auch wieder nicht berichten werden. Und zu guter Letzt wollte ich noch sagen, skandalös war das Umgehen mit meiner Kollegin Sophia Maria Antonoulas vor 2 Wochen auf dem Alexanderplatz, als sie von instrumentalisierter Polizei im Grunde angegriffen wurde. Das wurden leider schon viele von uns, aber hier gibt es eine Besonderheit, nämlich es war bei der Ausübung ihrer Arbeit als Journalistin. Und das war in dieser Form tatsächlich komplett neu. Also dass Journalisten, die gerade quasi nicht im Dienst sind, sondern als Aktivisten unterwegs sind, sprechen oder Transparente hochhalten oder so, das dürfen Journalisten ja genauso wie Politiker und Rechtsanwälte oder Ärzte, dass dann sozusagen für die quasi das gleiche Unrecht gilt wie für alle anderen Demonstranten, ist schlimm genug, aber das ist dann so für alle gleichermaßen.
Aber dass bei der Berichterstattung über eine Demonstration angegriffen wird, quasi die freie Presse direkt angegriffen wird, das ist in der Geschichte der Bundesrepublik in dieser Form, also mit Inhaftierung und so weiter, das ist in dieser Form neu, vor allen Dingen in der Situation, in der es keine Gefahr gab, keine Verwechslungsmöglichkeit, in der man nicht sagen kann, ja, wir sind hier schon seit Tagen im Einsatz, wie beim G7-Gipfel oder G20-Gipfel und so weiter, wo man einfach durcheinander kommen kann, vielleicht auch bei dem ganzen Wahnsinn. Das bestand hier nicht, das war ein gezielter Angriff auf eine Journalistin, die zudem auch noch alles Recht für sich beanspruchen kann, mit einem Presseausweis, der gar nicht unbedingt vorgezeigt werden muss und so weiter, aber trotzdem spielt das dann ja doch eine Rolle in so einer Situation. Dann ist Sophia Maria auch noch aus Österreich. Also das sind alles Dinge, die, glaube ich, dann da auch noch geltend gemacht werden müssen, dass das hier ein besonderer Skandal ist, der hier stattgefunden hat. So haben wir dann auch erstmals diese Selbstthematisierung auf der Titelseite unserer Zeitung gemacht, der Ausgabe von vor einer Woche. Die haben wir hier liegen, falls Sie die haben möchten. Und auch die aktuelle Ausgabe von morgen haben wir jetzt auch schon hier dabei. So, jetzt habe ich doch relativ lange geredet und es halt etwas. Bitte. Ja, wie darf ich dich denn? Ach so, aber ich würde jetzt erstmal dich zurückgeben, oder? Ja, also ich danke euch ganz herzlich. Ich würde sagen, es gibt allen Anlass, nicht betrübt zu sein. Und ja, warum nicht auch daran denken, dass der Sieg der Demokratiebewegung umfassend sein wird? Zumindest kann man sowas ja mal entgegenhalten, der offenbar glaubt, alles, wirklich alles und auch noch das allerletzte Quäntchen unserer Privatheit für sich einfach beanspruchen zu können. Das kann er nicht. Das Verhältnis kehren wir einfach um und gehen davon aus, dass unser Sieg umfassend sein wird. Und dazu gehört Markus Heinz, ganz herzlichen Dank an einen wirklich großen Jurist. Danke für das Lob von einem großen Journalisten, also vor allem von einem echten Journalisten. Ich gebe gleich an die Anja weiter von Lovestorm People. Ich soll euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr das mit einem Abstand ein bisschen weiter auseinander geht. Ich weiß, die meisten Menschen, die zusammenstehen, sind Paare, aber Paare dürfen in Deutschland eben auf einer Versammlung auch nicht mehr zusammenstehen. Muss man jetzt nichts dazu sagen, macht's einfach ein bisschen, der Platz ist ja da. Und es wurde auch berichtet, dass 10 Leute keine Maske haben. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Quote. Da kann es halt sein, dass die Polizei dann nachher kontrolliert. Also die, die das nicht haben, vielleicht stellt euch auch ein bisschen weiter nach außen, dass hier nicht jedes Mal 10 Polizisten dann in die Menge reinlaufen müssen. Aber nur, dass ich es euch nochmal gesagt habe, das mit Abstand ist ganz einfach. Platz ist genug, wir können auch noch ein bisschen nach links und rechts ausweichen, dann hört ihr genug. Und dann würde ich jetzt Anja ans Mikrofon bitten. Hallo, schönen guten Nachmittag, guten Abend. Mein Name ist Anja Heusmann. Ich bin freie Journalistin und bin auf vielen Demonstrationen bundesweit in Deutschland unterwegs gewesen mit den Livestreams. Und ich möchte hier mal in die Runde fragen, wer ist hier am 18. November in Berlin an dieser Stelle gewesen? Sehr, sehr viele. Ich will mal aus der Sicht einer freien Journalistin kurz erzählen, was mir hier passiert ist. Ich stand dort drüben hinter den Wasserwerfern und konnte die gesamte Szene von hinten betrachten. Neben mir stand ein Fotograf, offensichtlich von der Mainstream-Presse. Er hatte ein Teleobjektiv und hielt auf einen Menschen, der ein bengalisches Feuer geworfen hat. Ich habe ihn gefragt, warum zeigen Sie eigentlich immer nur solche Bilder? Und er schaute mich etwas irritiert an und sagte, weil uns die anderen Bilder nicht abgenommen werden. Er ist zumindest ehrlich gewesen. Und das möchte ich auch kurz sagen. Diese Journalisten zeigen teilweise die tatsächlich da stehenden 2%, die dem entsprechen. Aber freie Journalisten zeigen die 98%, die auch auf diesen Plätzen stehen, die die Mainstream-Presse teilweise schon immer ausgeblendet hat oder denunziert hat. Des Weiteren ist Dankeschön. Des Weiteren ist mir auf dem Schweigemarsch am 20.12.
hier in Berlin im vergangenen Jahr etwas passiert. Und zwar hat man mich auf eine Versammlungsfläche gelassen, aber schon bereits mit den Worten: Ach, Frau Heusmann, wir kennen Sie doch von dem Klavierspieler. So wird man als freie Journalistin auch von der Polizei mittlerweile schon begrüßt. Ich habe dann mein Original-Attest vorgezeigt und wurde auch auf die Versammlungsfläche gelassen und auch dort noch weitere zweimal kontrolliert. Ich bin dann rausgegangen, zurückgekommen und dann ging das Desaster los. Ein Polizist wollte mein Attest ein erneutes Mal überprüfen und ich sagte ihm, dass ich das nicht aus der Hand geben werde. Und er führte mich dann nach langen Diskussionen zu einem anderen Polizeibeamten. Und das ist etwas, was ich hier auch bitte an die Polizei mal richten möchte, was hier dann passiert ist. Man unterstellte mir von Beginn an, dass mein Attest eine Fälschung war. Man unterstellte mir von Beginn an, dass ich nicht kooperativ gewesen bin, obwohl ich mehrfach angeboten habe, mit dem Attest zur nächsten Polizeidienststelle zu fahren, aber ich es nicht vor Ort aus der Hand geben werde. Der Polizist sagte zu mir: Geben Sie mir jetzt das Attest oder wir müssen Gewalt anwenden. Ich habe dann dreimal gesagt, dass ich das Attest nicht abgebe, da es ein Original ist. Kurz vor Weihnachten und ich meine Ärztin nicht nochmal konsultieren könnte und dadurch nicht einkaufen gehen kann. Und kurzerhand wurde mir ein drittes Mal gesagt: Entweder Sie geben mir jetzt sofort das Attest oder wir werden Gewalt anwenden. Ich sagte: Nein, ich gebe es nicht. Und der besagte Polizist und einer seiner Kollegen packten mich und zerrten mich zu dem dahintergelegenen Bus, Polizeibus, und wollten mich dort reinzerren. Ich kann Ihnen sagen, das hat mich tatsächlich wirklich so schockiert, weil man mir immer unterstellt hat, ich sei nicht kooperativ gewesen. Es war pure Willkür von diesem Beamten. Und jetzt ist es so, dass wir freien Journalisten ja versuchen, die Wahrheit zu zeigen, nämlich genau das, was in den Mainstream-Medien schnell zusammengeschnitten wird auf 2 Minuten. Das zeigen wir in solchen Livestreams komplett, damit der Mensch sich draußen in den Wohnzimmern einen eigenen Eindruck machen kann und sich eine eigene Meinung wirklich bilden kann. Und wenn man jetzt seitens der Polizei, seitens der Politik die freien Medien schikaniert und mit Willkür versucht, mundtot zu machen, dann muss man noch ganz klar fragen: Befinden wir uns jetzt noch in einer Demokratie? Wir werden auf der Straße bleiben, wir werden für Sie alle da draußen weiter berichten, denn eins zählt: Es ist die Wahrheit. Und die kann man nicht auf 2 Minuten hinunterschneiden und schon gar nicht, wenn hier mit Willkür auf Menschen gezeigt wird oder fotografiert wird, die definitiv 98% gar nicht dargestellt haben. Und die friedlichen Demonstranten, das ist mein Job. Ich zeige euch bei jeder Demonstration. Und das ist unsere Pflicht. Und wir stehen da für die Wahrheit. Vielen Dank. Dazu führt, dass sie sich nicht mehr auf die Straße trauen. Und all das wegen Ordnungswidrigkeiten. Also die Demokratie wird hier wegen Ordnungswidrigkeiten verraten. Und dieses Gebäude da drüben, ja, und diese ganze Stadt lag vor 70, 80 Jahren in Schutt und Asche, weil Menschen die Demokratie eben nicht gewürdigt haben. Und ich frage mich, ob wir wieder an den Punkt kommen, weil die Menschen trauen sich in diesem ach so freien Land nicht mehr auf die Straße und nicht mehr zu demonstrieren, weil sie von der Polizei, und da hat jeder Polizeibeamte, ich habe jetzt erstmal ein bisschen zugehört, bevor ich jetzt hier den Mund aufmache, der Ton macht die Musik, ja, das spreche ich jetzt euch alle mal an. Und wenn man mit einem Schwerbehinderten nach einer Minute dann sagt: So, wir nehmen Sie jetzt mit, ich habe Ihnen das und Sie haben jetzt dies und so weiter, also einfach nur diesen Befehlston von oben nach unten, bei einem Menschen, der alleine irgendwo steht, wo 5 Meter keiner rumsteht, wegen angeblichen Infektionsschutz, da frage ich mich, ob dadurch die Demokratie mehr gefährdet wird als der vermeintliche Infektionsschutz, der hier angeblich betrieben werden soll, wo Frau Merkel gestern gesagt hat, das ist eine politische Entscheidung. Keine wissenschaftliche, eine politische. Und eine politische Entscheidung, die einfach in eine Richtung geht eines reinen Exekutivstaats.
Und was ein Staat ist, der nur von der Exekutive regiert wird, das muss ich jetzt hier nicht ausführen, das weiß jeder. Und dass man dann, wenn man dann die Polizeikette von 5, 6 Mann von vor einem hat, mit 3 oder 4 überfallen wird, ja, und dieses Video ging um die Welt. Ja, das hat Robert F. Kennedy Jr., der hier vor 2 Jahren, Ende August gesprochen hat, wenn wir kurz den Schwenk zur Zensur machen, was ist passiert, niemand hat berichtet, aber dieses Video wurde in Amerika verteilt, das Video wurde in der halben Welt verteilt, da zeigen und sagen, will man sich wirklich blamieren, weil ich freue mich auf all die Prozesse, die gegen uns und die gegen mich geführt werden, weil es wird vor Gericht richtig, richtig lustig. Wir haben hier am 1.8. auf dieser Straße eine Demo aufgelöst bekommen, der Ralf Ludwig hat eine Feststellungsklage eingereicht. Und die Akte zu dieser Demo-Auflösung ist leer. Die ist einfach leer. Ja, hier sind 100.000 Menschen, ja, nach Mainstream 17.000 bis 30.000, je nachdem, welcher Lüge man glaubt. Und die ganze Akte ist leer. Die Demo wurde aufgelöst, ja, weil angeblich Abstände nicht eingehalten wurden. Es gab keine Ordnungswidrigkeit, es gab gar nichts. Diese Straße hat, weiß ich nicht, 150.000 Quadratmeter. Wenn ich da 17.000 Leute runterrechne, dann komme ich auf 8 oder 10 Quadratmeter pro Person, also irgendwas an dieser Lüge stimmt nicht. Und das sind all diese Lügen, die unsere Medien verbreiten. Weil das ist das eine, sinnlose Befehle durchzuführen, ja, und an der Errichtung eines, ja, faschistischen Staates mitzuwirken. Das ist das eine. Aber selber dann die Rechtsbrüche, dann noch einen draufzulegen. Der Anselm hat gesagt, man kann auch ein bisschen anders protestieren. Das ist halt der Punkt, wo es dann nicht mehr funktioniert, ja. Und da sollte die Polizei doch einfach mal drüber nachdenken, wenn das in Anführungsstrichen wieder normal wird, dann werden natürlich die Menschen, die hier über die Stränge schlagen, und ich rede jetzt von unseren aktuellen Gesetzen, die werden sich zur Verantwortung ziehen müssen. Und es ist völlig egal, ob das ein Richter ist, ein Polizeibeamter oder wer auch immer oder ein Politiker. Die Menschen werden sich für diese Verbrechen, die hier gerade gemacht werden, in diesem Land verantworten müssen. Und ich habe heute mit einer Menschenrechtsaktivistin gesprochen, die hat mir das nochmal erklärt. Die Regierungspolitik, die hier gefahren wird, das ist eine Schockpolitik, das ist eine Foltermethode. Ja? Und Folter, nach meiner Kenntnis, ist verboten. Und bei einer Folter ist auch völlig egal, mit welcher Begründung ich sie letztlich mir schönrede. Ja, wir wollten hier angeblich irgendwelche Menschen schützen. Nein, wollte man nicht. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen. BMI-Papier. Der Staat möchte seine Bürger mit Schock und Angst in Angst und Schrecken versetzen. Und daran wirkt die Polizei, wenn sie so agiert, leider mit. Und irgendwann... Meine Arbeit hier ist, dass das alles friedlich bleibt. Ja, auch wenn Versammlungsbehörden in München das komplette Gegenteil schreiben, ja, wenn sie sich irgendwelche Lügen zusammenspinnen. Aber wenn diese Politik hier so weitergeht und wenn ihr weiter auf friedliche Menschen so losgeht, die eure Nachbarn sein können, ja, die mit euren Kindern im Kindergarten sein könnten, wenn wir Kindergärten momentan offen hätten, ja, dann kann das sehr schwierig werden. Und irgendwann haben die Menschen vielleicht die Schnauze voll und dann werden welche kommen und sagen, hier muss man jetzt was machen und dann wird es gewalttätig. Und das ist was, was ich vermeiden möchte und das möchte auch die Polizei vermeiden, weil ihr steht dann alle dazwischen. Ja? Und das, was hier passiert, hier wird gegen friedliche Menschen vorgegangen. Und bei Demos, wo wirklich Gewalt herrscht, da wird gekuscht. Und das ist für mich blamabel und da würde ich mich auch als Polizeibeamter, wenn ich jetzt konkret daran beteiligt bin, ja, ich spreche jetzt keinen persönlich an, mir doch die Frage stellen, was läuft hier gerade falsch? Guck mal, überlegen, ob man jetzt, wenn hier schon 90% eine Maske tragen und der Rest steht alleine, ob man dann wirklich so martialisch da immer reingehen muss. Also ich finde nicht, aber das müsst ihr euch entscheiden, überlegen. Herr Markus, ich finde, du kannst immer jede Redezeit überschreiten, weil du bist auch der beste Redner und ich weiß, er mag es nicht, als Popstar gefeiert zu werden. Ich möchte mich trotzdem immer wieder bedanken für den Mut, den so eine Leute wie der Markus, der Bodo Schiffmann, der Ralf Ludwig, aber auch die Anja, Leute, ich kann die gar nicht alle mehr zählen, uns an Kraft und an Mut für die Zukunft geben, weil ich muss sagen, ohne solche Leute wäre ich vermutlich nie aufgewacht. Mein Name ist Björn Banane, ich bin sonst Künstler am Ballermann und als DJ viel unterwegs und ich muss sagen, ich bin wirklich am Anfang auch einer der
Anscheinend ist immer bei mir das Mikro. Ich war einer der, die am Anfang ziemlich viel Angst hatten. Ich habe tatsächlich allergisches Asthma seit frühester Kindheit und hatte öfters mal mit der Erstickungsangst zu tun. Und als das Ding damals im März zu uns rüberkam, hatte ich schon Bedenken, ob ich da auch dahin gerafft werden könnte. Der Unterschied zu vielen anderen in Deutschland ist, ich habe dann irgendwann Bilanz gezogen und gemerkt, es stirbt ja gar keiner um mich rum. Ich sehe auch keine Leichen auf der Straße. Und nachdem ich dann auch gesehen habe und mich informiert habe, dass die Krankenhaushäuser zu keiner Zeit überlastet waren, ist mir aufgefallen, hier ist ein anderes Problem, hier gibt es kein medizinisches Problem. Und daran habe ich dann immer mehr mich informiert, habe Kanäle abonniert, wie bei Markus und bei Bodo Schiffmann etc. pp. Und habe einfach gemerkt, dass es hier, wie die Kanzlerin es gestern in der Pressekonferenz bestätigt hat, keine wissenschaftliche oder medizinische Sache ist, sondern eine reine politische Sache. Es geht hier nur um Politik. Ja? Und das muss euch immer klar sein. Das muss auch der Polizei klar sein. Denn auch ihr werdet in einem neuen System leben, in einem kommunistisch-faschistischen System. Auch da wird es keinen Spaß mehr machen für euch, Tennis zu spielen oder eine Freizeit zu verbringen. Auch da werden die Kinder keine Zukunft mehr haben. Das wird kein schönes Leben. Deswegen sollte man, und das sage ich jetzt seit 10 Monaten, man sollte sich überlegen, auf welche Seite man sich da stellt. So wie der Markus das richtig gesagt hat, ich nehme mir jedes Mal vor, gar nicht so gegen die Polizei zu wittern, aber es ist halt wirklich zum Kotzen, wenn man dann angesprochen wird, wenn man seinen Attest zeigt, wenn man sein Medikament hochhält, dass man Asthmatiker ist und trotzdem sich da wie ein Jude in den 30er Jahren fühlt und vom Platz verwiesen wird und alles Glaubhafte angezweifelt wird. Das kotzt mich halt dermaßen an. Was ich euch aber eigentlich sagen wollte ist, Leute, ich find's gut, dass ihr hier steht. Gebt euch bitte immer mal selber den Applaus dafür, dass ihr heute hier seid. Denn es wäre einfacher gewesen, bei dieser Scheißkälte zu Hause zu bleiben. Aber ihr seid hier und dafür möchte ich euch danken. Und ich möchte auch auffordern und euch auch Mut machen, denn ich habe für mich entschieden, für meine Familie, ich habe einen 2-jährigen kleinen Sohn, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Das stelle ich jede Woche seit langer Zeit, seit den 12 Monaten jetzt fest. Eigentlich gibt es nichts zu verlieren. Wenn ihr euch Sorgen macht und denkt, vielleicht drohen mir Repressalien, dann sage ich euch, was gibt es hier zu verlieren? In dieses System, in das wir hier reinrutschen oder reinschlittern, ist alles andere ein Segen gewesen. Daher ist es für mich ganz klar, dass ich im Widerstand sein muss, dass ich in andere Städte fahre, dass ich den Ralf und den Bodo nachts nach Schwerin fahre und einfach mein letztes Hemd gebe, um Widerstand zu leisten. Und danke, dass ihr das auch tut. Und vielleicht kennen ja auch manche schon den Song von mir, den ich jetzt dafür noch ganz schnell produziert habe mit meinem Produzenten. Er heißt Die Wahrheit. Wir sind die Aluhut-Verschwörer, von denen man täglich hört, als Schwurbler, Spinner, Covidioten ständig diffamiert. Wir sind schon sehr, sehr viele und werden immer mehr. Was hier mit uns gemacht wird, ist längst totalitär. Für euch sind alle AfD, wer nicht zu allem sagt, okay. Bestimmte Wörter sind passé, Meinungsfreiheit längst ade. Die Geschichte hat gezeigt, was passiert, wenn alles schweigt. Was passiert, wenn keiner streikt, sich aus Angst der Lüge beugt. Es ist die Wahrheit, von vielen ignoriert. Die Wahrheit, von Medien diffamiert. Die Wahrheit, von Eliten kontrolliert. Die Wahrheit, die uns alle hier zusammenführt. Lieben Dank, Markus Heinz, lieben Dank an alle, die heute hier das Ding mit ins Leben gerufen haben. Dankeschön, dass es euch gibt. Ladet euch meinen Song gern überall. Schön, lieber Björn. Ja, ich habe deinen Song auch schon ganz fleißig geteilt. Der ist wirklich großartig. Vielen Dank dafür. So, ich wollte ein neues Projekt vorstellen und Hallo, ich bin die Katharina. Genau. Und zwar ist das Projekt Ich bin systemrelevant. Denn wir alle sind systemrelevant. Es gibt nicht nur ein paar wenige Menschen, die meinen, sie wären relevanter als andere, sondern wir alle sind systemrelevant. Also wer Lust hat, einfach mal unter dem Hashtag nachgucken und kann jetzt auch zur Ekaterina, verteilt das durch die ganzen Kanäle, durch die Medien, die uns noch zur Verfügung stehen. Und damit sind wir dann auch schon beim Thema.
die Medien, die uns noch zur Verfügung stehen. Ich frage mich, wie lange geht das noch gut, dass wir auf sozialen Netzwerken zumindest teilweise unsere Meinung frei äußern dürfen. Und ich glaube nicht mehr lange. Ich bin der Meinung, dass gerade in den letzten Monaten ist so viel zensiert worden auf sämtlichen Medien. Auf YouTube sind große Kanäle gelöscht worden, auch der von Ken Jebsen mit über 500.000 Followern. Was das für die Menschen bedeutet, die auch durch den Journalismus leben, kann man sich natürlich vorstellen. Ja, jetzt schauen wir hier, wie gesagt, auch, muss ich auch nochmal sagen, auf dieses Gebäude. Wir haben gestern, vielleicht habt ihr es gesehen, eine kleine Pressekonferenz gehabt. Ich bin bei Wir 2020 als stellvertretende Bundesvorsitzende zurückgetreten, um ein Zeichen zu setzen. Um ein Zeichen zu setzen, dass es nicht um Positionen geht oder um irgendwelche Posten, sondern darum, dass wir als Gemeinschaft endlich eine Chance haben, diesen Wahnsinn zu beenden. Und deshalb habe ich mich gestern, weil es ja hier offensichtlich um politische Themen geht, nicht um wissenschaftliche oder sonstige, habe ich mich gestern der Basis angeschlossen, mit Markus Heinz zusammen übrigens auch. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht dazu kommen, dass wir jetzt in ganz vielen kleinen Splitterparteien landen und uns da engagieren, sondern dass wir uns bündeln, dass wir unsere Kräfte bündeln und alle für eine Sache stehen. Und das tun wir ja schon. Und wenn wir das als Gemeinschaft machen, dann haben wir eine große Chance, viel, viel, viel zu erreichen und eine bessere Zukunft zu gestalten in diesem Land, auch politisch. Ich weiß, dass viele Leute, die demonstrieren, nicht mehr wählen gehen wollen, weil sie den Glauben komplett verloren haben. Deswegen funktioniert nur direkte Demokratie, und zwar die vom Volk direkt rein in die Parlamente. Und das werden wir natürlich tun. Ja, ich werde jetzt das Mikrofon weitergeben an Roman. Hat mich auch begleitet auf der Frauenbus-Tour und hat auch mit Zensur zu tun gehabt. Und wahrscheinlich wirst du auch darüber jetzt sprechen. Als es entschieden wurde, ob jetzt mein Handy beschlagnahmt wird oder nicht, ich saß in Nürnberg in einem Polizeipräsidium im Flur und im Nebenzimmer wurde mein Livestream angeguckt. Also das war schon amüsant, muss ich sagen. Naja, mein Handy ist weg, freie Presse gibt es nicht und ich will euch eins sagen, ich komme ja ursprünglich aus Russland und vielleicht einer oder der andere hat gehört, Nawalny war mal hier. Und der ist jetzt wieder zurück nach Russland und als er Boden betrat in Russland, wurde er sofort verhaftet. Und in derselben Zeit wurde ein Film veröffentlicht, wie Präsident Putin wirklich ein mega, mega Palast hat. Das kann man gar nicht beschreiben, wie teuer dieser Palast ist. Und da sind alle unter einer Decke. Genauso wie in Deutschland. Und deswegen schlage ich vor, wenn diese vierte Gewalt von freier Presse nicht existiert, dann lass uns doch eine freie Presse machen. Und deswegen bin ich hier. Und deswegen gibt es heute auch diese Demonstration für die freie Presse und es ist sehr wichtig, dass die freie Presse tatsächlich unterstützt wird von jedem einzelnen von euch hier. Vielen Dank. Hallo, komischerweise komme ich aus Russland, spreche aber nie so gut wie mein Vorgänger, aber ich versuche mein Bestes. So. Also, ich greife die Geschichte mit Nawalny auf. Habt ihr euch nicht gewundert, dass aus 150 Millionen Russen nur einer Nawalny-Gauner von der deutschen Regierung nach Deutschland geholt ist und kostenlos auf eure Steuerzahlerkosten hier in Deutschland angeblich behandelt wurde? Wir in Russland wissen ganz genau, dass Nawalny
ich sag mal so, harter Sog, ein dreckiger Agent von Angela Merkel ist? Also und auch die Presse. Ich will über eine verlogene Presse und AfD zu der verlogen. Also gut, ein Witz aus Moskau über Deutschland und deutsche Medien. Also ein lustiger Russe in Berlin gibt einem durchschnittlichen deutschen Bürger einen Kaktus mit scharfen Dornen zu essen und sagt, das ist ein Eiscreme. Und die dreckigen Journalisten von ARD schreien, ja, das ist ein Eiscreme, Mann, das ist ein Eiscreme. Und er isst, weil er ARD und ZDF glaubt. Ja, wir müssen natürlich auch die Dinge dokumentieren, die tatsächlich passieren. Aber lasst bitte, wenn was ist, lasst die Pressevertreter vor. Wer kein Pressevertreter ist, bleibt dann bitte einfach hinten. Und die Abstände gelten natürlich auch für Polizeibeamte, unabhängig von Maske. Ich habe noch in keiner Verordnung gelesen, dass man guten Abstand halten muss, wenn man Maske trägt. Bitte auch bei der Polizei. Man hätte kann sich auch über 50 unterhalten. Das ist auch weniger bedrohlich für die Menschen, die es betrifft. Es ist ja Angela Hitler und damals war es. Angela Hitler war damals. Ja, ich versuche hier nur, das zu beobachten. Ja, ich frage auch hier jetzt wieder, warum hat da schon wieder die Polizei eine Kamera in der Hand? Wo ist die erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Ordnung? Auch das schüchtert Menschen ein. Dann gebe ich euch mal das Mikrofon. Ja, oh, wir sind ein Teil vom Querdenken 30-Team. Und vielen Dank. Ja, wir organisieren seit 12 Wochen die Demo auf dem Alex, yeah, und sind die wenigen, die das noch konnten. Also einer aus unserem Team hat einen Text geschrieben und das wollen wir euch jetzt mal vortragen. Ja, auch das wieder. Also ich muss jetzt leider erneut darauf hinweisen, ihr seid ersichtlich ein Paar, aber das ist in Deutschland verboten. Ja? Ihr könnt davon halten, was ihr wollt, was ich davon halte, aber ich muss jetzt diesen beiden Menschen... Was ist jetzt mit meiner Technik? Ja, ein Paar sind auch Paare, müssen auseinanderstehen, das ist Deutschland 2021. Also ihr sollt alle noch ein bisschen auseinandergehen. Ich muss euch da als Versammlungsleiter darauf hinweisen. Ja, man darf eben in diesem Land auch... Was ist jetzt mit meiner Technik? Wie gesagt, wenn man Menschen anspricht, kann man auch Abstand halten. Man braucht keine Menschentrauben von Polizisten um einen. Offenbar hält sich die Polizei nicht an die eigenen Regeln. Und der Unterschied, ihr arbeitet im Staatsdienst. Ja, ihr müsst es noch wesentlich eher machen. Die Menschen können im Zweifel entscheiden, ob sie eine Ordnungswidrigkeit kriegen können. Ja, kann ich nichts machen, ich kann es ihnen nur sagen. Aber Abstandsgebote gelten auch für Polizisten. Und zwar unabhängig davon, ob ihr eine Maske aufhabt oder nicht. Und da bitte ich jetzt einfach mal darum, dass ihr das einhaltet. Wirklich. Und an meine Versammlungsteilnehmer, hab's jetzt auch gesagt, bitte auch guckt, dass ihr die Abstände einhaltet. So, dann gebe ich das Mikro jetzt wieder weiter. Wenn die Hoffnung fast gestorben ist und die Menschen sind allein im kalten Reich der Diktatur, tretet für die Freiheit ein. Tritt für die Freiheit ein, mein Freund, tritt für die Freiheit ein. Bleib friedlich und mit klarem Blick und tritt für die Freiheit ein. Kommt vorn zum Alex, 14 Uhr.
Demo von den Querdenkern. Ihr seid herzlich eingeladen. Und wir mussten das jetzt hier singen, Markus Heinz, aus dem einfachen Grund, weil die Polizei, ich weiß nicht genau welche Behörde, uns verboten hat, in Zukunft musikalische Beiträge auf unsere Demos zu machen. Also sprich, weder DJ noch A Cappella-Gesang noch Band noch Live-Musik ist uns gestattet bei unseren Demos. Scheiße. Ja, der vollkommene Schwachsinn, und es zeigt einmal wieder mehr, in was für einem Land wir leben. Kann ich gleich darauf antworten, das ist nicht nur Schwachsinn, das ist Willkür, und der Hintergrund ist einfach, der Gesang verbindet Menschen und deswegen möchte man das nicht. Aber dass man auf einer Demo nicht mehr singen darf und Protestlieder bringen darf, das hält auch noch nicht vom Berliner Verwaltungsgericht. Gut, soviel nur dazu, soviel zur staatlichen Willkür, und das ist von der Polizeibehörde bzw. von der Versammlungsbehörde. Ich kenne die Damen und Herren ganz gut. Ich habe da mal ein paar tausend Anmeldungen für eine Demo rübergebracht. Das ist eine Weile her. Jetzt aber möchte ich, der eigentliche Anlass für mich, das heute zu machen, ist, weil mich die Sophie Maria angesprochen hat. Bei den sogenannten Mainstream-Medien. Ich muss den Kopf schütteln. Was macht ihr? Ihr seid unterbezahlt. Ihr schreibt Agenturmeldungen ab, wo ihr vielleicht noch den Titel ändert. Wie gesagt, ich war auch immer jung, frisch von der Uni, dann macht man das eine Zeit lang, aber deswegen wird man nicht Journalistin, Journalist. Das, so geht es nicht. Geht raus auf die Straße, schau dich an, wer da wirklich demonstriert. Schau dich an, was da los ist. Hier ist der Tagesspiegel, aber der traut sich nicht. Hier ist der Tagesspiegel. Was will der hier? Wie gesagt, ihr habt nichts zu verlieren, ihr seid sowieso unterbezahlt. Macht doch lieber das, was ihr wirklich macht. Es geht immer weiter. Habt keine Angst, eure Existenz zu verlieren. Es geht immer weiter. Die Freiheit und die Demokratie sind es doch wert. Ich habe jetzt hier gerade mit Martin was aufgenommen, ich habe es auch dem Einsatzleiter gesagt. Es waren jetzt hier, glaube ich, zwei Polizeibeamtinnen, die eine Zigarette geraucht haben, 5 Meter hinter unseren Teilnehmern, natürlich ohne Maske. Der andere Polizeibeamte hat eine Pfeife geraucht, ohne Maske, ohne Abstand. Und uns erzählt man, die kriegen jetzt zu Recht erstmal, glaube ich, vom Chef eins auf den Deckel. Aber diese Absurdität und diese Respektlosigkeit gegen die Menschen auf dieser Versammlung, wie ich mich ernsthaft als Polizeibeamter hier hinstellen kann, eine Zigarette anmachen kann, ohne Abstand und ohne Maske, rauchen in meiner Versammlung, auf meiner Versammlungsfläche, das ist einfach nur skandalös, und da erwarte ich dienstrechtliche Konsequenzen. Unsere Menschen werden hier hart und scharf angegangen. Und das Einzige, was die Polizei macht, die paffen hier ohne Maske. Entschuldigung, wo sind wir denn hier? Also bei allem Respekt und bei allem Verständnis, dass das für euch auch nicht immer einfach ist, für mich auch nicht. Aber wie man, sagt's jetzt nicht, aber ihr wisst alle, was ich denke, wie man so unvorsichtig auf einer Versammlung und so respektlos sein kann, das verstehe ich nun wirklich nicht. Und ich habe vorher noch ein bisschen drüber geredet, dass man miteinander einfach schauen sollte, dass das heute sauber läuft. Und da sieht man einfach, den Kollegen ist es scheißegal. Es ist ihnen scheißegal. Denen geht es nicht darum, dass die Angst vor irgendeinem Virus haben. Keiner bei der Polizei hat es. Ihr seid in Hundertschaften, ihr seid ständig unterwegs. Sobald die Kamera praktisch weg ist, ist die Maske unten. Was ich ja gut finde, ich möchte nicht, dass die Polizei Masken trägt. Ja, aber ich möchte auch, dass wir das nicht müssen. Und dann kann ich mich nicht als Polizeibeamter oder als Polizeibeamte hier hinstellen und die Menschen auf dieser Demonstration verhöhnen. Absolut verhöhnen. So, das war jetzt mein Statement dazu. Ich gebe über zum Janko. Danke, Markus, auch, dass du diese Versammlung heute hier verwirklicht hast, weil die Demokratie lässt zu wünschen übrig. Ich bin in einer Videofahndung, was ich noch nie vorher gehört hatte. Ja, das liegt daran, dass sich einen Polizeioberrat in München angezeigt hat und der jetzt natürlich mit aller Kraft versucht, mich zu diskreditieren.
Und auch das ist Zensur, meiner Meinung nach. Und ich habe einen Strafbefehl bekommen von der Stadt München. Und ich werde nicht allzu viel darüber sagen, weil der Prozess noch läuft. Aber dennoch kann ich sagen, dieser Strafbefehl ist mehr als nur sinnbefreit. Die Anwälte für Aufklärung sind ein eingetragener Verein seit 2 Wochen. Und das ist eine große Hürde, die wir geschafft haben, weil man hat uns tatsächlich versucht, nicht ins Handelsregister zu lassen. Und auch das ist eine Zensur, meiner Meinung nach. Es gibt eine Gruppe, die wir besonders schützen müssen. Und das sind die freien Journalisten. Und deshalb haben wir eine Taskforce, die wir ins Leben rufen gerade, wo wir alle Journalisten auffordern, mitzumachen und gemeinschaftlich für den Erhalt der Wertigkeit in Deutschland und für den Journalismus mit uns an der Seite kämpfen. Das Ganze betrifft nämlich auch uns von den Anwälten für Aufklärung, weil unser Kanal wurde wieder mal gesperrt. Und zwar haben wir den 2. Strike bekommen und das heißt noch 1 Strike und unser Kanal wird einfach gelöscht. Wir werden zensiert und wir werden nicht mehr Gehör bekommen. Deswegen möchte ich noch 2 alternative YouTube-Plattformen vorstellen. Und zwar gibt es eine neue Plattform für Videoinformationen, die nennt sich WikiTube. Und es gibt eine neue Plattform, die von Querdenken tatsächlich ins Leben gerufen wurde. Sie nennt sich QuerdenkenTube. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns Alternativen suchen, damit wir nicht mehr in unserer Redefreiheit zensiert werden. Heute gucken die Menschen weg, heute laufen die Menschen weg. Dazu soll ja auch diese ganze Politik der sozialen Distanzierung führen. Ja, früher hätte man, wäre man dazwischen gegangen oder hätte zumindest ja, lautstark protestiert. Ich rede jetzt nicht nur immer von Polizeimaßnahmen. Viele Sachen, die Menschen als Polizeigewalt sehen, ist einfach nur eine polizeiliche Maßnahme. Den Unterschied kenne ich, den Unterschied kennt die Polizei, aber nicht jeder Beteiligte. Trotzdem brauchen wir in unserem Land definitiv wieder Zivilcourage. Ja, ich wollte ja noch, dass mal ein Applaus wird, ja. Weil solange wir von solchen regiert werden, das ist das, was die Gesellschaft ganz, ganz dringend braucht. Ja, warum habe ich mal das Thema Pressefreiheit genommen? Das ist auch für mich, wenn ich jetzt auf diese Straße runtergucke, wo ich am 29. August, ja, ich habe hier gesprochen, ich habe da drüben gesprochen, aber warum Pressefreiheit? Für mich war die Demo am 29. August das Spannendste, war, was nach der Hauptdemo passiert ist. Ich habe die anderen Sachen gar nicht mitgekriegt, aber was ich dann mitgekriegt habe, waren rechtswidrige Auflösungen von Demonstrationen. Ja, das haben wir juristisch argumentiert. Wir hatten 30 Juristen da, 30 Anwälte. Und dann kamen wir zu Spontanversammlungen. Meine wurde direkt verboten, weil sie angeblich eine Ersatzversammlung war, was völliger Bullshit ist, aber das okay war dann so. Dann hat man angefangen, die Leute wegzutragen, abzuräumen mit 5, 6, 7 Hundertschaften, die da waren. Und die ersten haben gesagt, nein, das mache ich nicht mit. Und das ist für mich nun mal auch Zivilcourage. Wenn der Staat ersichtlich rechtswidrig handelt, muss ich mir immer wieder die Frage stellen, mache ich da mit oder sage ich einfach nein? Und ich bin all jenen dankbar, die in dieser Nacht Nein gesagt haben. Das ist ein Applaus für. Dafür ist Presse unfassbar wichtig. Und zwar nicht nur die Presse, die dort irgendwelche Bilder schießt, während hier Hunderttausende Menschen sind. Diese Pressevertreter, die sind PR, das ist eine PR-Abteilung der Bundesregierung und die echten Pressevertreter, die stellen die richtigen Fragen und die stellen auch die wichtigen Fragen und die stellen sie auch mir. So, jetzt wird da wieder diskutiert. Und Sie stehen hier und schützen Ihren Kollegen, der Unrecht getan hat. Mir wurde die vor 3 Monaten mein Attest weggenommen. Ja? Leute, macht mal, wenn ihr kein YouTuber seid, macht mal ein bisschen Platz, dass das nicht so eng wird. Und wenn neue Polizei dazu kommt, lasst sie bitte dazu kommen. Und wenn Sie mir jetzt immer sagen, ich soll die tragen, ich werde nicht die Anordnung oder die Empfehlung meines Arztes mit Füßen treten. Es ist natürlich auch so, wenn ein Menschenattest weggenommen wurde und er hat zu dieser Zeit keins,
dann muss er natürlich keins tragen. Und wenn die Polizei dann sagen würde, sie müssen das jetzt tun, also ich sage es nur unterstellt, dann wäre das natürlich ganz stark in Richtung einer versuchten Körperverletzung. Dann müsste man realistisch sagen, dann müssen sie jetzt den Platz verlassen. Aber ich habe das auch schon ganz oft gehört von Polizisten, sogar innerhalb von der Berliner Polizei. Ja, sie müssen das jetzt tun. Es ist mir egal, ob sie einen Attest haben. Hört man auch in Gerichten übrigens häufiger. Aber unabhängig davon sollten wir die Stimmung hier ein bisschen beruhigen. Warum muss ich mich hier rechtfertigen, wenn ich gesundheitliche Einschränkungen habe? Hätte ich mich früher auch gefragt. Inzwischen weiß ich, dass es in irgendwelchen schwachsinnigen Verordnungen steht. Ja, inzwischen, hier wurde gerade der Begriff Inklusion angesprochen, inzwischen ist Diskriminierung in Deutschland leider an der Tagesordnung. Es ist wohl so, dass in der Berliner U-Bahn jetzt inzwischen Durchsagen kommen, ich konnte es selber nicht glauben, da werden diese ganzen Aha-Regeln und sonstige Dinge angesprochen. Und dann sagt man tatsächlich in der Berliner U-Bahn, diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Ich habe das erst für einen Scherz gehalten. Das war eine Durchsage von dem Kollegen, naja, natürlich werden sie ihn mitnehmen. Er wird sich jetzt vielleicht wegtragen lassen, das ist sein gutes Recht als Demokrat. Das ist dann eine Ordnungswidrigkeit, das weiß er sicherlich. Und ja, das ist dann halt der Lauf der Dinge. Lasst der Polizei bitte Platz für ihre Maßnahmen. Die Pressevertreter Hallo. Können die Kameras Hallo. Draufhalten. Und ich habe natürlich eine private Meinung zu dieser Thematik. Als Versammlungsleiter ist es natürlich ganz klar, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und alle anderen jetzt bitte geht ein bisschen auseinander, dass hier die Abstände eingehalten werden können. Schämt euch, 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 schämt euch. Ich weise jetzt natürlich trotzdem, weil ich es muss nochmal darauf hin, dass Abstände einzuhalten sind, auch wenn man das filmt. Und das gilt auch für die Polizei, die gerade Carlos hierher kommt. Es gilt natürlich für die Polizei bei einer Maßnahme nur sehr bedingt. Da haben sie dann ab und zu, da haben sie dann tatsächlich mal das Argument, dass es da nicht geht. Ja, aber lasst bitte einfach unsere Pressevertreter, wir haben da einige hunderttausend Reichweite drüben, die sollen das filmen, wir haben genug Kameras, macht da jetzt aber keine Menschenauflauf. So, jetzt ist es außerhalb meiner Versammlungsfläche und damit auch erstmal außerhalb meiner Zuständigkeit. Hier bitte mal Abstand einhalten, ich gucke mir das jetzt an. So, ich wurde nochmal gebeten, kurz darauf hinzuweisen, dass heute auch ein Autokursus stattfindet. Und zwar in der nächsten halben Stunde geht es los und dieser Autokursus beginnt am U-Bahnhof Hönow. Ich möchte aber auch nochmal ganz kurz auf die aktuelle Situation, die gerade hier passiert ist, eingehen. Unverhältnismäßigkeit ist, glaube ich, das Wort des Jahres 2020. Weil Unverhältnismäßigkeit sind fast alle Maßnahmen, die wir hier erleben. Und die WHO hat seit gestern ungefähr eine Stunde nach der Bestätigung von Biden die epidemische Lage, Notlage aufgehoben. Und Frau Merkel hat Herrn Reitschuster gesagt, dass es sich nicht mehr um Gesundheit handelt, sondern dass es eine politische Aktion ist. Und dafür sollen wir weiter leiden. Was mich interessiert hat, als ich gestern das Video von Frau Merkel sah, wer schneidet ihr denn die Haare, weil alle Friseure haben zu? Und da würde ich mich gern mal näher mit auseinandersetzen, wer bei den Politikern die Dienstleistungen, die verboten sind, durchführt. Und bei der Polizei genauso. Also, Frau Merkel hat wohl die eigene Friseurin und die eigene
Maske, also Maske im Sinne von Schminke, und dann geht es wohl. Ja, vielleicht sollten wir uns alle auch mal zulegen, und manche sind halt doch ein bisschen gleicher. Ja, wir haben vorher mal das Thema Nürnberg, Erlangen, Fürth angesprochen. Ich habe ja am Sonntag auch noch eine kleine Demo in München, und es war tatsächlich auch in Nürnberg so, ich habe ja inzwischen auch einen Presseausweis, weil ich doch relativ viel Pressearbeit, ja, notgedrungen, aber auch inzwischen aus voller Überzeugung mache und dann wirklich auch diesen Spagat hinkriege, dann eben nur als Pressevertreter da zu sein. Ja, also da rufe ich nicht Friede, Freiheit, sondern sage, Leute, lasst mich in Ruhe, ich bin hier gerade bei der Arbeit sozusagen. Dass wenn jemand einen Presseausweis vorzeigt, und das passiert ja auch Boris Reitschuster, der das ja hauptberuflich macht, dass man da erstmal 10, 15 Minuten diskutieren muss, dass man Pressevertreter erstmal, so wie es in Bremen geschehen ist, dann einfach mal mitnimmt. Oh, wir haben Sie verwechselt, heißt es dann am Ende, und davor sagt man, naja, Sie werden irgendwo wegen irgendwas gesucht, wegen Quarantäneverstoß. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Warten wir mal ganz kurz. Haben wir noch irgendjemand von der Presse, der kurz ein paar Minuten was sagen möchte, weil sonst würde ich langsam das Abschlussstatement machen, weil wir haben auch gleich einen Autokurser. Ne, es sieht jetzt... Ja, wir haben alle... Dann machen wir es so, machen wir noch 2-3 Minuten und dann würde ich es beenden. Die Presse ist jetzt von mir soweit durch. Die Demos habe ich auch soweit angekündigt. Was momentan, wenn wir es jetzt heute auch wieder gesehen haben, was die letzte Woche so passiert ist, auch bei Arztdurchsuchungen, das hat jetzt mit Presse nicht so viel zu tun, aber es hat was mit Versammlungsfreiheit zu tun. Das ist schon auch heftig, dass man, wenn man einen Arzt angeht, wenn 30 Leute SEK kommen und eine Arztpraxis stürmen, alle Patientendaten mitnehmen, es ist schon ein bisschen heftig. Ja? Beim Rolf Krohn war das der Fall, bei der Carola Schawit-Kistl war das der Fall, da war es mir auch klar, dass das 2 Tage später passiert. Und es ist halt schon die Frage, ob das verhältnismäßige Maßnahmen sind. In Bayern war es dann so, da hat man sogar einen, der einen Test hatte, die Wohnung gestürmt. Das ist nicht mein Verständnis vom Polizeirecht. Aber deswegen ist ja auch immer hier die Frage, zeige ich jetzt einen Test, zeige ich keinen Test, hole ich mir eine Ordnungswidrigkeit ab, verlasse ich die Veranstaltung. Weil das ist ja genau das, was passiert. Die Ärzte, auf die gibt es eine Hexenjagd. Ja, das möchten viele Vertreter, die möchten die alternative Medizin letztlich kaputt machen, die möchten die Ärzte, die kritisch sind, die möchten sie einfach mundtot machen, dass es einfach nur noch heißt, Medikamente, Impfungen mit freundlichen Grüßen. Und deswegen muss man immer so ein bisschen diese Entscheidung treffen, ob man da jetzt seinen Arzt schützt. Ich rede hier sowieso wirklich von sauberen Attesten, aber auch bei sauberen Attesten kann man mal eine Durchsuchung machen, dann ist ja 2-3 Wochen aus dem Geschäft und so kann man Menschen natürlich auch einschüchtern. Das ist was mir momentan auch noch am Herzen liegt, dass ich dazu noch was sage. Ansonsten haben wir, glaube ich, die wesentlichen Punkte angesprochen. Das Thema Politik hat Eva vorher schon mal so ein bisschen angerissen. Ja, ich bin ja seit gestern auch Parteimitglied in der Basis, weil ich auch gesagt habe, es ist schön und gut, auf der Straße zu sein. Und ich werde auch weiter auf der Straße sein. Ich werde auch so lange auf der Straße sein, bis das hier endet. Oder bis sie mich weggesperrt haben unter irgendeinem Vorwand, das kann natürlich auch passieren. Aber auch das wäre mir egal, weil ich mir den Mund nicht verbieten lasse. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Ich hoffe, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl in diesem Haus andere Mehrheitsverhältnisse haben, dass wir eine echte Opposition haben. Weil diese sehe ich in Deutschland momentan nicht. Und wir sind eine parlamentarische Demokratie. Und deswegen bitte ich auch wirklich alle, werdet politisch aktiv. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel Parteiwerbung machen, aber es ist ganz wichtig, dass wir aus dieser Bewegung in dieses Haus kommen, um diese Politik ein für alle Mal zu ändern, dass sowas nie wieder passiert. Das ist mein Wunsch. Da bitte ich euch alle um Mithilfe und ich weiß, ihr werdet auch alle mithelfen. Danke, dass ihr da wart. Wenn ihr noch möchtet, ich habe hier noch eine kleine Spendenkasse, könnt ihr was reinschmeißen. Ansonsten, es gibt noch ein Autokorso, morgen 14 Uhr am Alex und ich bedanke mich bei allen, die da waren. Und wir sehen uns sicherlich bald wieder in Berlin oder woanders in Deutschland. Danke. Und danke an alle, die mich kurzfristig unterstützt haben, die Technik.